Ja, schön, dass Sie alle da sind. Ich freue mich, Sie zu sehen und vielen Dank für Ihr Interesse an dem spannenden Thema. Jeder kann alles von überall, Traum oder Albtraum. Ich habe Ihnen zum Einstieg ein Bild mitgebracht aus meinem letzten Urlaub. Schöner Urlaub weit weg in Amerika. Und ein berühmtes Bild haben Sie bestimmt schon häufig in Zeitschriften abgelichtet gesehen. Warum habe ich das mitgebracht? Dieses Bild habe ich mit meinem Smartphone aufgenommen. Und eigentlich müsste man darüber nicht reden, denn alle Leute machen ihre Urlaubsbilder mit dem Smartphone. Aber das Besondere an diesem Bild für mich war, dass ich es mit der Spiegelreflexkamera, die ich übrigens auch dabei hatte, so leider nicht hätte aufnehmen können. Warum? Weil mein Weitwinkel nicht weit genug war. Aber die Panorama-Funktion meines Smartphones hat mir erlaubt, dieses Foto zu machen und damit eine wunderbare Erinnerung mit nach Hause zu bringen. So, was hat das jetzt mit unserem Thema zu tun? Fragen Sie sich zu Recht. Wenn wir darüber nachdenken, wie sich unsere Welt verändert, kommen wir nicht daran vorbei, uns genau anzuschauen, was Smartphones mit uns, mit unserer Arbeitswelt, mit unserem Leben letztendlich machen. Und es war im Herbst jetzt gerade wieder Fotokina in Köln. Und vor 10 Jahren ist das erste iPhone rausgekommen. Und hätten Sie damals einem Kompaktkamerahersteller gesagt, vor diesen Geräten müsst ihr euch in Acht nehmen, die werden euch die Märkte für eure Fotoapparate wegnehmen, dann hätten die sich nur eins gelacht und hätten gesagt, nie im Leben kann das passieren, oder? Also die Leute haben ohnehin gelacht, weil sie gesagt haben, wir brauchten ein Telefon von Apple. Braucht keiner, alle hatten eins von Nokia. Wer hat heute noch ein Telefon von Nokia? Mal Hände hoch. Ja. Also manche Entwicklungen gehen sehr schnell, sind sehr tiefgreifend. Und dass Smartphones unser Leben auch tiefgreifend verändert und auch unser Arbeiten, das haben Sie natürlich längst gemerkt. Ich habe Ihnen mal mitgebracht die Top 10 IT-Trends, die Gartner alljährlich veröffentlicht aus dem Jahr 2012. Das war das, was damals veröffentlicht wurde und ich habe mal grün markiert, was mit Mobilität zu tun hat. Und Sie sehen schon, damals waren 4 von 10 Themen sehr direkt mit dem Thema Mobilität, mobiles Arbeiten verbunden. Das ist die gleiche Liste, etwas anders gruppiert für das Jahr 2016. Und Gartner schaut dann immer so, nicht nur für dieses eine Jahr, sondern so die nächsten 3, 4 Jahre, was wird da an wichtigen IT-Themen auf uns zukommen. Und ich habe das nochmal dann hier auf Deutsch übertragen und auch nochmal grün markiert, was mit Mobilität zu tun hat. Und Sie sehen, Mobilität ist Trumpf, wenn Sie so wollen. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht beim Draufschauen auf diese Liste. Ich habe gedacht, 2012 war leichter verständlich, was Gartner von mir will, als heute. Ja? Wenn man aber sich die Mühe macht, die Texte zur Studie mal genauer zu lesen, und das sprengt jetzt den Rahmen meines Vortrags, aber gebe ich Ihnen gerne so als Anregung mit nach Hause, dann versteht man schon, was dahinter steckt und sieht auch, dass diese Umwälzungen sehr tiefgreifend sind. Und Sie erkennen hier bei genauerem Betrachten, dass es auch sehr viel mit Systemarchitekturen und mit eben nicht nur mit Geräten zu tun hat. Also sehr vieles verändert sich in unserer mobilen Welt. Und im Grunde genommen ist es so, wenn wir uns die Entwicklung der letzten Jahre anschauen, sehen wir, dass die Verkaufszahlen von allen Smartgeräten nach wie vor stetig steigen. Auch wenn Apple jetzt mal ein Jahr lang ein paar iPhones weniger verkauft hat, heißt das nicht, dass insgesamt der Trend da gebrochen wäre. PCs, Notebooks eher rückläufig, eher schwierig, die Märkte. Hersteller kämpfen, müssen neue, innovative Produkte bringen, damit sie überhaupt was verkaufen können. Nicht ganz einfach. Wir sehen auch, dass diese mobilen Geräte in ihrer Leistung stetig steigen. Sie nähern sich im Grunde genommen der Leistungsfähigkeit von Desktop-Geräten an. Und das, was Sie heute an Grafikleistung auf Ihrem Smartphone haben, da hätten Sie vor 4 Jahren davon geträumt, das auf Ihrem PC zu haben, wahrscheinlich. Ja, also was da an Grafik, Engine und Power drin steckt und das alles mobil betrieben über Akku ist schon nicht schlecht. Auch CPU und Speicher gehen deutlich nach oben. Das heißt, rein hardwaremäßig ist die Leistungsfähigkeit dieser Geräte eigentlich so, dass sie wahrscheinlich bald das ersetzen können, was wir heute als PC auf dem Schreibtisch stehen haben. Es ist außerdem so, dass sich immer mehr Aufgaben auch verlagern von den stationären Geräten auf die mobilen Geräte. Und das ist eine ganze Menge, was da so passiert. Sie kennen das, am Anfang war das nur Kalender und E-Mail, was man so mit sich rumgetragen hat.
Heute sind es auch Dokumente, die man anschaut, die man zeigt, Präsentationen. Man kann sie sogar in den Smart Devices bearbeiten. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass es Spaß macht, ein Word-Dokument auf dem iPhone oder auf einem anderen Smartphone zu schreiben, zu entwerfen. Aber wenn ich mal kurz eine kleine Textänderung machen muss, selbst das geht heute. Und so verlagern sich die Aufgaben immer stärker eben in diese Richtung. Das grundlegende Ziel, das wir ja alle längst irgendwie bemerkt haben, ist, jeder kann alles von überall. Das ist so eine Art Traum und für manche wahrscheinlich auch ein Albtraum. Ja. Jeder kann alles von überall, das klingt auf der einen Seite jetzt doch zunächst mal auch nach Freiheit. Das klingt ja danach, ich bin nicht mehr ortsgebunden. Also heute muss ich noch irgendeine Sache fertig machen. Wenn ich dazu meinen PC im Büro brauche, muss ich eben länger bleiben. Wenn ich das auch auf meinem mobilen Device erledigen kann, dann kann ich auch zum Abendessen nach Hause fahren und kann mich abends noch mal für eine Stunde ins Büro setzen und das dort zu Ende machen. Also diese Freiheit, die ich gewinne, ist natürlich eine super Sache, zunächst mal. Aber es hat eben auch eine Kehrseite. Wenn ich diese Freiheit habe, dann gibt es überhaupt keinen Ort mehr, wo ich meine Arbeit lassen kann. Dann gibt es auch nicht die Möglichkeit zu sagen, hier ist Büro und da ist Zuhause. Wenn ich meine Arbeit in der Hosentasche immer dabei habe, dann verfolgt sie mich. Und was mir vielleicht für den Feierabend, wo ich sage, das Abendessen schaffe ich noch und dann mache ich noch eine Stunde, was mir da noch angenehm erscheint, das ändert sich dann spätestens, wenn ich in Urlaub fahre und immer noch das gleiche Smartphone in meiner Hosentasche habe und meine Dienst-E-Mails da drauf aufschlagen und ich mitkriege, was der Chef schon wieder mit allen möglichen Leuten bespricht. Und dann so dieses Gefühl zu haben, ich kann wirklich abschalten und die Zeit gehört jetzt mir, das ist eben gar nicht so einfach. Und Menschen kämpfen damit. Das ist das, was Sie ja gerade auch angesprochen hatten, dass eben die Technik, die etwas möglich macht, nur die eine Seite ist. Die Menschen, die damit umgehen müssen, aber die andere Seite. Und die ist eben auch durchaus zu berücksichtigen. Also, wer sagt mir noch, wann und wie ich meine Freizeit von der Arbeitszeit abgrenzen darf? Und woher nehme ich das Recht, auch zu sagen, und diese E-Mail habe ich zwar gesehen, oder vielleicht auch, ich schaue sie mir nicht mal an, aber ich beantworte sie wenigstens nicht mehr. Ja, und wie schaffe ich das, wenn ich sie gelesen habe, dass sie mir nicht den Schlaf raubt, bis zum nächsten Morgen? Also, das sind ja Fragen, die Sie vielleicht auch aus dem persönlichen Erleben kennen. Und dann kommt noch dazu, wenn ich das jetzt nicht bearbeite, denkt mein Chef dann schlecht von mir? Hat er die Erwartung, wenn er mir das jetzt schickt um 19 Uhr, 20 Uhr, ja, mache ich da irgendwie Punkte? Ist das besser für die nächste Gehaltsverhandlung, wenn ich mich da jetzt sofort drum kümmere? Das sind ja so die Dinge, die im Hinterkopf bleiben. Und das Resultat ist, dass Menschen dann häufig überhaupt nicht mehr in der Lage sind, zu entspannen. Und wir wissen aus der Stressforschung, dass im Grunde genommen die Anspannung gar nicht das Problem ist. Also mal angespannt sein, was leisten müssen, alles fokussieren auf einen Punkt und sagen, jetzt gilt's. Das ist nicht das, was uns krank macht. Das ist auch nicht das, was uns die Gesundheit raubt. Das Problem ist, wenn dieser Zustand zum Dauerzustand wird und es keine Entspannung mehr danach gibt. Eine Anspannung, die in einer Entspannung mündet und dann kann ich meinen Erfolg genießen und mich freuen. Das ist eigentlich ein guter Rhythmus, den brauchen wir Menschen sogar. Deswegen geht es eigentlich nicht darum, Menschen nicht auch mal zu fordern und zu sagen, jetzt tu mal was. Es geht aber auch darum, dafür zu sorgen, dass Menschen nicht immer permanent nur gefordert sind. Denn wenn die Entspannung fehlt, dann wird es gefährlich für die Gesundheit. Dann haben wir mit Themen wie Burnout, mit Krankheit zu tun. Und das ist natürlich eine Frage, die wir uns als Arbeitnehmer genauso stellen müssen wie als Arbeitgeber. Denn wir haben ja nur was davon, wenn das Arbeitsverhältnis auf eine längere Zeit funktioniert. Wie können wir es denn lösen? Gibt es technische Maßnahmen, mit denen man das Thema wirklich befriedigend lösen kann? Vor einigen Jahren ging durch die Presse, dass VW irgendwie nach 18 Uhr keine E-Mails mehr zustellt und dass die Mitarbeiter die auf ihren Smartphones dann gar nicht mehr bekommen. Da wird einfach der Serverport dann dicht gemacht. Zumindest bei einigen war das so. Wenn ich so drüber nachdenke, sage ich, okay, die haben wenigstens überlegt und haben festgestellt, wir wollen das nicht, es muss eine Grenze geben, wir dokumentieren das auch. Abends nach 18 Uhr muss keiner mehr E-Mails kriegen. Aber natürlich ist es klar, das löst das Problem ja nicht wirklich. Das löst nur das Problem für die E-Mails, die über diesen Weg kommen. Dann gibt es ja noch zig andere Apps, mit denen wir kommunizieren, sei es WhatsApp, sei es irgendwelche anderen Messenger. Und Nachrichten werden auf so vielfältige Weise verschickt, die wenigsten davon kommen über die Infrastruktur meines Unternehmens zu mir. Die meisten kommen über eine Cloud-Infrastruktur, die nur der Anbieter dieses Dienstes kontrolliert. Das heißt, dort sind technische Maßnahmen nicht zu erwarten und wären wirkungslos. Mit anderen Worten, das Ganze funktioniert
eigentlich nur dann richtig, wenn ich den Mitarbeitern dieses Recht zugestehe und ihnen das auch sage. Und das ist eigentlich auch so mein Appell, der nicht technische Teil sozusagen meines Vortrags, darüber mal nachzudenken und zu sagen, warum gibt es nicht im Arbeitsvertrag eine Regelung oder einen Zusatz zum Arbeitsvertrag, der dem Mitarbeiter auch schriftlich klar macht, das erwarten wir von dir und das erwarten wir auch nicht. Ja, also meine Mitarbeiter sind nur 16, aber immerhin, die wissen das, was ich von ihnen erwarte und was nicht, und die wissen, dass sie nicht gefordert sind, abends noch auf alles Mögliche zu reagieren oder am Wochenende. Dass sie es mitkriegen, kann ich letztendlich nicht ganz verhindern. Aber es tut Ihnen gut zu wissen, der Chef steht hinter mir, ich habe damit kein Problem, wenn ich mich da am Montag früh drum kümmere, wenn ich im Büro bin. Ja, und das schafft Freiräume. Und diese Freiräume geben dann auch wieder Spielraum, dass wenn wirklich mal Not am Mann ist und ich ein richtig dickes Problem habe, dann weiß ich ganz genau, kann ich auf meine Leute auch am Wochenende zählen, dann kann ich die auch am Sonntag anrufen und sagen, du, es tut mir leid. Kommt auch nicht oft vor, aber einmal heute brauche ich dich. Also denken Sie darüber mal nach. Und wenn Sie Arbeitgeber sind, überlegen Sie doch mal, ob Sie sowas nicht Ihren Mitarbeitern anbieten, und wenn Sie Arbeitnehmer sind, warum nicht mal mit dem Chef ein Gespräch darüber führen? Man muss es ja nicht sofort schriftlich niederlegen, aber wenn man mal drüber gesprochen hat, weiß jeder, wo er steht, und das macht die Sache schon mal einfacher. So, jetzt habe ich ja so eine Behauptung aufgestellt. Jeder kann alles von überall und habe einfach mal gesagt, wir sind auf dem Weg dahin. Jetzt würde ich Sie gerne mal fragen, wie viel Prozent dieses Weges sind wir denn schon gegangen? Und zwar aus Ihrer ganz persönlichen Sicht. Denken Sie mal ganz kurz nach, was Sie so alles zu tun haben, was es alles für Aufgaben gibt, die Sie fordern, und sagen Sie mir mal ganz kurz, wie viel Prozent können Sie heute davon auch mobil erledigen? Mir ist klar, dass das natürlich in Produktionsunternehmen ein bisschen schwieriger ist mit dem mobil produzieren. Das ist vollkommen richtig. Aber viele Leute arbeiten ja auch im Büro. Ich werde einfach mal ein paar Prozentzahlen nennen und Sie sagen mir bitte, ob die auf Sie zutrifft. Wir fangen mal von oben an. Wer ist der Meinung, er kann heute schon, sagen wir 90% seiner Tätigkeiten, das wäre also fast alles, mobil erledigen, wann und wo auch immer er will? Einmal Hände hoch. Okay, würde sagen, vielleicht 10% der Anwesenden. Wer würde sagen, 75% trifft auf mich zu? Okay, das ist nochmal eine etwas stärkere Gruppe als gerade, vielleicht nochmal so 15-20%. Wer würde sagen, 50% ist ein realistischer Wert für mich? Okay, und nochmal alle hoch, die 50 oder mehr sagen würden, also auch die 75er. Ja, das ist schon eine knappe Mehrheit der Anwesenden. Wer würde sagen, so 25% ist vielleicht ungefähr realistisch? Und wer würde sagen, unter 25%? Okay. Also, das sind nur noch ganz wenige. Das heißt, irgendwo zwischen 25% und 50%, oberhalb der 50%, kann die Hälfte der Leute ihre Tätigkeiten mobil ausführen. Das ist schon, hätte ich die Frage vor 10 Jahren gestellt, überlegen Sie mal, wie Sie da geantwortet hätten. Ja? Also da verändern sich ganz dramatische Dinge. Wir haben mal in unserer Firma vor einiger Zeit für Kunden so eine systematische Analyse gemacht und haben mal versucht zu verstehen, jeder kann alles von überall. Was heißt das denn genau? Und wir haben so eine Matrix entwickelt. Wir haben auf der einen Seite hingeschrieben, was ist überall? Und haben festgestellt, da gibt es erstmal so ein Innen und Außen, also im Büro oder außerhalb des Büros, eigener Arbeitsplatz, Konferenzräume, WLAN, Gäste-WLAN, und dann gibt es bei außen auch noch sowas wie ein Homeoffice oder mobil unterwegs beim Kunden, im Hotel, im Zug vielleicht. Und der unangenehmste Zustand für Online-Junkies ist natürlich dieser hier, kein Empfang, ja? Offline. Das ist natürlich ein Problem. Das ist sozusagen unsere Achse für überall. Was heißt das denn? Und das ist die Achse für, was können wir denn so alles tun? Und wir haben mal angefangen bei den einfachen Dingen wie Telefonie, vielleicht Videotelefonie, bestimmte Mehrwertdienste auf der Kommunikationsebene, dann sowas wie Outlook oder Messenger. Nehmen Sie bitte das Produkt hier als Platzhalter. Es geht nicht um das Produkt. Sie können da natürlich genauso irgendein anderes Produkt eines anderen Herstellers einsetzen, aber ich sage mal Mail, Kalender, Aufgabenorganisation, Adressorganisation. Das ist ja so der nächste Schritt gewesen, den wir sehr früh auch auf den Smart Devices bereits hatten. Und dann gibt es noch so Office oder ich sag mal alles, was dokumentenbasiertes Arbeiten ist, ob das ein Word, ein Excel-Dokument ist oder irgendwie ein PDF-Dokument, das Sie bearbeiten oder mit sich rumtragen, eine Mindmap, ganz egal, was das ist.
Das ist so die nächste Ausbaustufe aus unserer Sicht. Und dann gibt es hier unten so diese Kernprozesse des Unternehmens. Hinter denen stecken dann typischerweise Datenbanken und nicht Dokumente, also nicht einzelne Dateien, sondern eine komplette Datenbank. Da gehört natürlich das ERP-System dazu und was weiß ich, die ganze Buchhaltung, die Lohnbuchhaltung, alles, was da so stattfindet. Hier unten finden Sie noch so die Geräte. Und dann haben wir überlegt, wie voll kriegen wir diese Matrix? Was können wir denn da schon reinschreiben und als gelöst betrachten? Zumindest auf technischer Ebene. Wenn es technisch gelöst ist, heißt das ja nicht zwingend schon, dass Sie es auch benutzen können. Vielleicht stellt Ihr Unternehmen die Infrastruktur dafür nicht zur Verfügung. Das mag schon sein. Aber wir haben festgestellt, dass doch eine ganze Menge davon eigentlich im Kern gelöst ist. Ja? Wir können das ganze Telefonie-Thema wunderbar hier bearbeiten. Natürlich, wenn wir offline sind, ist auch mit Telefonieren schlecht. Da bleibt die Lücke, das ist unvermeidbar. Das ganze Thema der persönlichen Organisation von Dokumenten, Kalender und alles, was da dazu gehört, ist mobil eigentlich super gelöst, sind ganz wenige noch unzufrieden damit. Thema Dateisynchronisation, auch auf mobile Geräte, gibt es wunderbare technische Lösungen, die auch Sicherheitsanforderungen genügen. Man muss sie halt dann nur einführen in Unternehmen, was wir für unsere Kunden in den letzten Jahren vielfach getan haben. Von daher kann man das weitgehend als gelöst betrachten. Schwieriger wird es hier unten in diesem Bereich, wo es um diese Kernabläufe geht, wo wir vielleicht auch spezialisierte Systeme haben. Da können wir im Büro in der Regel wunderbar damit arbeiten. Also hier ist die Matrix gefüllt. Alles, wo ich Verbindung habe und stationär arbeiten kann, läuft. Und da sind die Prozesse inzwischen weitgehend auch durchorganisiert und digitalisiert, vielleicht noch nicht komplett. Aber wenn ich diese Prozesse jetzt mobil brauche, dann fängt es an, spannend zu werden. Da ist noch so ein graues Feld und hier sind eigentlich so die Hauptfragezeichen. Also wenn ich heute fragen würde, jetzt habe ich natürlich die Lösung schon verraten, deswegen kann ich die Frage jetzt nicht mehr stellen, welche App fehlt Ihnen denn noch? Dann habe ich meistens Stirnrunzeln, ich habe 150 Apps auf meinem Handy, welche fehlt mir? Ich würde eher sagen, welche könnte ich runterschmeißen? Es gibt eine Menge, die brauche ich eigentlich nicht. Welche habe ich denn noch gesucht? Die meisten sind ohnehin sinnlos. Ja, da würden viele zustimmen. Aber wenn Sie mal drüber nachdenken, welche Ihrer Kernprozesse, die Sie am PC machen können, die im ERP-Umfeld zum Beispiel aufgehoben sind, welche davon sind schon für Sie mobil nutzbar, zugreifbar? Da wird es spannend. Das können manche schon, aber wenige. Woran liegt das? Das hat einen einfachen Grund. Es liegt nämlich daran, dass wir Dinge nicht so ohne weiteres mobilisieren können. Es reicht ja nicht, dass Sie eine App dazu haben. Sie brauchen hier auch eine komplette Infrastruktur, mit der Sie auf die Datenbank im Hintergrund zugreifen können. Sie müssen diese kompletten Prozesse abbilden. Und um das zu tun, müssen Sie natürlich auch eine geeignete Oberfläche haben. Dass man einen Windows Terminal Server theoretisch auch auf ein Smartphone kriegen kann, ist technisch richtig. Nur bedienen will das ganz sicher niemand. Ja? Das kann nicht mehr als ein Notbehelf sein. Das heißt also, wir müssen ja auch die Software in die mobile Zeit transformieren. Und damit sind wir bei einem Punkt angekommen, der eine echte Herausforderung ist. Denn, und das ist die Krux an dem ganzen Thema, Softwareentwicklung ist einfach erheblich langsamer als Hardwareentwicklung. Beobachten Sie mal, alle wenigen Jahre, manche sagen anderthalb, andere sagen drei, verdoppeln sich die Speicherkapazitäten, die Rechenleistungen und die Miniaturisierung auch. Also es ist doppelt so groß, nur noch halb, hat doppelt so viel Platz drauf, ist nur noch halb so groß ungefähr. Ja, das geht permanent weiter, deswegen können wir ja so viel Leistung heute mit entsprechend Hardware in der Hosentasche rumtragen. Aber das ist die Hardware-Seite und mag ja sein, dass die Geräte alle schon furchtbar leistungsfähig sind und theoretisch meinen PC ersetzen könnten. Wer von Ihnen wäre denn, wenn er mal an sein Tablet oder so denkt, das er hat, wer wäre denn bereit, seinen PC heute schon abbauen zu lassen? Darf ich mal Hände sehen? Wer würde sagen, ich könnte im Grunde drauf verzichten? Okay, da gibt es ein paar, aber das sind doch verhältnismäßig noch wenig. Ja? Und das hat seinen Grund in dieser Matrix, die ich gerade gezeigt habe, weil es einfach noch eine Reihe von Prozessen gibt. Die haben wir gar nicht mobil, vielleicht vermissen wir es nicht mal, aber die können wir eben auf den mobilen Geräten noch nicht befriedigend nutzen.
Mobile Lösungen für Kernprozesse heißt eben auch mehr als neue Apps. Ich muss nicht nur ein bisschen Code transformieren, ich muss neue Bedienkonzepte haben, andere Softwarearchitekturen. Ich muss meine Infrastruktur ja auch in der Firma dafür öffnen. Wenn ich auf einmal mobile Geräte aus dem Internet habe, die auf mein ERP-System wollen, das muss ich ja irgendwie auch mit Sicherheitsanforderungen vernünftig hinkriegen. Das ist schon ein spannendes Thema. Das geht nicht mal eben so. Und deshalb ist es einfach auch noch nicht gelöst und wird uns auch noch eine Weile beschäftigen, weil Softwareentwicklung eben überhaupt nicht so schnell geht, wie wir es gerne hätten. So, und da sind wir jetzt an einem Punkt, vor dieser Qual standen wir vor einigen Jahren bei All4Net auch, dass Softwareentwicklung eigentlich ein sehr aufwendiger Prozess ist und dass gerade auch individualisierte Dinge unsere Kunden gewünscht haben, die idealerweise auch immer mobil funktionieren sollten, aber wie kriegen wir das in einem vernünftigen Zeit- und Kosten- und Budgetrahmen hin? Diese Sache haben wir gelöst und zwar machen wir das heute so. Ich mache mal ein Kundenbeispiel. Eine Bestell-App, die ein Kunde bei uns in Auftrag gegeben hat. Von der Idee zum ersten Prototyp haben wir einen Tag gebraucht. Der war vollkommen funktionsfähig, hatte mehr als 15.000 Zeilen Code, was für Leute, die wissen, wie viele Zeilen Code der durchschnittliche Programmierer in Summe erstellt pro Tag, dann ist das schon eine ganze Menge. Und wie schaffen wir das, so schnell zu sein? Eine komplette Infrastruktur mit Datenbank, Anwendungsserver und Endgerät haben wir dabei ausgeliefert an diesen Kunden. Warum können wir sowas? Weil wir es etwas anders machen, als wir bisher programmiert haben. Wir haben vom Bundesministerium für Wirtschaft freundlicherweise im Rahmen des zentralen Innovationsprogramms Mittelstand Fördergelder bekommen, haben diese Idee, die wir für sehr innovativ hielten, umgesetzt und die funktioniert ungefähr so. Wie machen das Autohersteller, die ja zweifelsohne hochgradig effizient produzieren? Warum können die so effizient und mit so hoher Qualität eigentlich Autos bauen? Wir haben da mal genau hingeschaut und gesehen, die machen das eigentlich nach einem simplen Prinzip. Noch bevor es das Auto gibt und das gebaut wird am Fließband, gibt es ein digitales Abbild des gewünschten Autos im Rechner des Herstellers. Immer. Kein Auto wird heute mehr gebaut, ohne dass vorher vollkommen klar ist, ein digitales Abbild mit allen Eigenschaften, Farbe, Größe, Anzahl Türen, Motorisierung, keine Ahnung, was da noch alles festgelegt werden kann. So, und dann läuft das Fließband los, baut hochautomatisiert, effizient und schnell alles zusammen, genau nach diesen Wünschen und dabei auch noch individualisiert. Von dieser Idee haben wir uns was abgeguckt und haben gesagt, wir machen das auch so bei der App-Entwicklung, indem wir ein Modell bilden, das genau dem entspricht, was unser Kunde für eine Anforderung hat. Visuell, wie die Dialoge aussehen, wie es aufgebaut ist in der Abfolge, funktional, was passieren soll, wenn ich da draufklicke und datentechnisch, wo meine Daten nämlich gespeichert sind. Und dann lassen wir unser Fließband für Business-Apps loslaufen. Das ist ein Generator, der tatsächlich in 10 Minuten auch 150.000 Zeilen Quellcode erstellt und auch übersetzt und dann auf den Server ausliefert. Das ist ein sehr, sehr schneller, effizienter Weg, der uns in die Lage versetzt, nicht nur Prototypen schnell zu bauen und zu zeigen, mit dem Kunden darüber zu reden, sondern eben auch dann diese Prototypen mit dem Kunden gemeinsam zu einer fertigen Lösung reifen zu lassen. Das ist ein sehr agiler Ansatz. Wir haben da eine Oberfläche dafür, die selber mit unserem eigenen Generator entwickelt ist. Das haben wir gemacht, um auch ein bisschen unser eigener Technologietreiber zu sein und weil wir natürlich davon auch überzeugt sind. Am Anfang steht deshalb immer die Idee unseres Kunden, der zu uns kommt und sagt, Folgendes stelle ich mir vor, so und so müsste das laufen, das kann doch eigentlich gar nicht so schwer sein. Wir bilden dann in diesem Workshop das Modell zu der Anwendung, bauen mit dem Generator den Prototyp, zeigen das, der Kunde sieht, okay, haben wir ihn verstanden oder nicht. Korrigiert uns da, wo wir ihn nicht verstanden haben, hilft uns zu verstehen, was noch fehlt. Wenn wir den Prototyp fertig haben, ergänzen wir die komplette Funktionalität und haben in Windeseile eine Anwendung, die dann in Version 1.0 ausgeliefert wird und natürlich im weiteren Prozess gerne auch weiter wachsen kann, so dass am Ende dann eine fertige Business-App rauskommt, die eben auch in einer Version 2.0, 3.0 noch funktioniert und weil der Generator sie baut und weil der immer hochkonzentriert ist und nie aus Versehen eine Zeile Code vergisst, hat diese App auch immer die gleiche Codequalität. Das Einzige, was uns passieren kann, ist, dass wir im Modell was vergessen haben oder falsch modelliert, dann wird natürlich der Generator daraus auch was Falsches ableiten.
Gut, ich habe hier nochmal ein paar Beispiele für Apps aufgelistet, die unsere Kunden mit uns realisiert haben. Vielleicht bringt es den einen oder anderen auf eine Idee. Wenn Sie eine Idee haben, sprechen Sie gerne mit uns. Wir sind auf Stand G4 hier draußen in der Ausstellung. Und jetzt hätten wir noch ungefähr 3 Minuten Zeit für mögliche Fragen, die Sie noch stellen wollen, falls Sie noch welche haben.